Am vergangenen Wochenende fand in Mainz der 34. Kongress der DGII statt. Präsident Professor Dr. Dick beschreibt die Schwerpunkte in diesem Jahr. Schwerpunktthemen sind Kombinationseingriffe im Vorderabschnitt. Dabei geht es vor allen Dingen um Versorgungsforschung, um eine Glaukom-Spezialsitzung, wo es um minimalinvasive Glaukomchirurgie geht, dann die ganzen Hornhautverfahren, Biometrie, Kataraktglaukom, Keratoplastik, Intraokulallinsentechnologien, aber auch interventionelle Chirurgie, einschließlich der intravitrealen Injektion. Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist sicherlich auch Praktika und Kurse, die fast alle ausgebucht sind, wo es geht zu verschiedensten Linsentechnologien, Operationstechniken, auch Reparaturtechniken, aber auch zu Biometrie und verschiedenen anderen Aspekten. Es wird sicherlich auch recht interaktiv und hochwertige Beiträge geleistet werden. Über mehrere Tage bietet die DGII hochgradig spezialisierte Panels und Workshops für Mediziner, Assistenzkräfte und Studierende. Rund 800 internationale Gäste und Vertreter der Industrie besuchten die DGII in diesem Jahr. Der Kongress hat sich so etabliert, weil er ein qualitativ sehr hochwertiges Spezialmeeting ist, wenn Sie so wollen. Weil viel wichtiger für uns hier ist der Austausch Industrie mit den Operateuren. Darauf wird auch großer Wert gelegt, indem wir auch entsprechend Pausen einräumen, sodass das auch stattfinden kann, weil wir den Austausch eben halt auch wirklich suchen hier. Das Programm der DGII sowie auch das Engagement der Gesellschaft sind zukunftsweisend. Mit Reisestipendien und anderen Aktivitäten fördert die DGII den Nachwuchs des Faches. Die DGII öffnet sich ganz bewusst und aktiv den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, indem wir uns jetzt auch in den neueren Medien präsentieren. Wir haben inhaltlich uns auch nochmal geöffnet, um hier wichtige Informationen auch weiterzugeben. Und wollen in Zukunft jetzt im Bereich von Biometrie, Diagnostik, aber auch operative Versorgung, Nachsorge noch mehr auch den Blick auf die jüngeren Kollegen werfen und haben deshalb auch Reisestipendien im Angebot und ein neues Leadership-Programm auch jüngst aufgesetzt, um eben mehr junge Menschen auch und Kollegen für unser Fach und für diesen Bereich zu begeistern. Der nächste Kongress der DGII wird vom 25. bis zum 27. Februar 2021 in Dortmund stattfinden.